Und das ist Pflicht von den Leuten von Ahle Sunna, dass sie Moscheen gründen, damit sie zusammen beten. Aber die werden, wenn du heute eine Moschee von Ahle Sunna betest, dann wirst du Probleme bekommen. Immer Moscheen von Ahle Sunna haben ein Problem. Weil die Geheimdienste und Verfassungsschutz und Presse und Politik das nicht haben will. Übrigens, ich sage euch nur nebenbei etwas. Damals George Bush, der hat gesagt, wir müssen immer, wenn eine Moschee von Ahle Sunna da ist, gegenüber eine Moschee von Qadianiyya, Tempel von Qadianiyya bauen. Und pass auf jetzt, mittlerweile, die nennen Ahle Sunna Salafisten, extreme Religiösen, Extremisten, die nennen nicht das Wort Islam dabei. Und bei Ahmadiyya oder Qadianiyya, die sagen die friedlichen Muslime. Warum? Aber nicht alle Leute können zwischen den Zeilen lesen und nicht alle Leute wissen, wenn die anderen Masken tragen. Möge Allah uns bewahren. Ende, das ist ein Plan. Deshalb die Moscheen von Ahle Sunna werden überall bekämpft. Jetzt und schau mal, ich meine, ich erinnere mich, diese Takfiri-Gruppe, ja? Takfiri oder Tabdi'i-Gruppe, innerhalb 2 Wochen haben sie eine Moschee gegründet. Und sofort haben sie alles genehmigt bekommen. Und unsere Brüder, die haben Monate, Jahre lang gesucht, das ist nicht so geworden. Die haben jetzt eine Liste gemacht. In Berlin. Die haben eine Liste gemacht. Und wenn eine Moschee von Ahle Sunna dort was mieten will, kaufen will, dann gehen sie mit dieser Liste zu den Eigentümern und die sagen, hier, du darfst nicht. Diese Leute sind religiöse Fanatisten und so weiter. Obwohl die Fanatisten und die Extremen, die sitzen nicht in den Moscheen, sondern die sind in Landtagen und Bundestag. Dort sind sie. Aber möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, was kannst du machen? Presse gegen dich, Geheimdienst gegen dich, Verfassungsschutz gegen dich, Polizei gegen dich, Wissenschaft gegen dich, Wirtschaft gegen dich, alles. Aber Alhamdulillah, wir müssen Allah danken dafür, dass wir wegen der Religion, ja, dass wir wegen der Religion das erleben, nicht wegen was anderes.